Jo, Leute, herzlich willkommen zu Pokémon Gelb. Wir sind auf der letzten Arena oder in der letzten Arena. Hört sich, glaube ich, besser an. So, wir werden jetzt ein bisschen die Trainer hier kaputt hauen, damit wir genug EP für die Top 4 haben werden, weil jetzt kommen natürlich noch die richtig harten Kämpfe. Ich versuche es tatsächlich mit dem Team mal zu schaffen. Sonst habe ich immer so bis 50 trainiert. Jetzt sage ich mir, Leute, wir gehen aufs Ganze. Ob wir aufs Maul fallen, kann passieren. Hoffen wir es mal nicht. Aber schauen wir einfach mal. So. Also ich hatte richtig Bock auf das Game, sage ich ganz ehrlich. Weil steht man bei Tanja auch drauf, ob das hier schon der letzte Part sein wird. Also ich hoffe es. Also ich habe ja also angekündigt, ich werde den Part einfach ein bisschen länger machen. Im letzten Part haben wir verdammt viel geschafft. Was mich selber sehr, sehr beeindruckt hat. Muss ich sagen. Ja, wir sind echt sehr, sehr weit gekommen. Wow. Ist echt scheiße, dass der Pokémon nicht wirklich durchkommt. Ey, Mann. Scheiße. Schaufler. Wird auch spaßig. Kann ich nur mit Dicta das Spiel durchspielen. Wobei, gehe ich stark von aus, ja. Gehe von aus, dass das nicht schwer werden wird. Na, schade. Glurak. So, wir haben ja noch gar keinen Flammenwurf drauf. Gerade erst eingefallen. Ach, das kann es ja gar nicht. Naja, was soll's. Ja, wahrscheinlich ist es euch aufgefallen. Es kamen so gut wie gar keine Videos in letzter Zeit. Ja. Ich glaube, ich werde das, oder ich habe das in einem separaten Video schon geklärt, ich hoffe es. Ja. Jetzt sollte es normal wieder weitergehen, also ich will mir die Zeit dafür auch nehmen. Dass, ich weiterspielen kann, die Projekte beenden kann, mehr Projekte schaffe. Weil jetzt geht es halt schon wieder in die Richtung, ich schaffe nicht viel. Und es ist überhaupt nicht, was ich will. Ich habe ja gesagt, am Anfang des Jahres oder in meinem Silvester-Special, ich habe einfach so wenig Spiele durchgespielt. Und jetzt gegen Giovanni. Und ich habe gar nicht viele durchgespielt. Bin ich ganz ehrlich. Ich habe nicht viel durchgespielt. Also, ist noch nicht viel, so, ne? Also, muss mehr sein. Und guckt euch mal die Levels an. In Pokémon Blau sind die ein bisschen niedriger. Boah, das wird so geil, ey. Top 4. Das hat immerhin die Doppelschwäche gereicht. Boah. Giovanni war immer ein sehr, sehr harter Gegner. Geofisu ist eine schwachsinnige Attacke, die brauchst du nicht. Ja, weil es einfach glücksabhängig ist. Du hast eine 30% Wahrscheinlichkeit, glaube ich, dass es trifft. Bei mir ist es 99%, dass es nicht trifft. Boah, das wäre aber auch eine scheiß Challenge, sage ich ganz ehrlich. Nur mit Geofisu das Spiel spielen.
Boah. Bitte, bitte nicht. Ich will's nicht wissen. Ich will's nicht wissen. Ich weiß gar nicht, trifft das überhaupt ein Geist-Pokémon? Ich glaube nicht, ne? Glaube nicht. Ja, ich glaube, Giovio zieht mehr. Huwei. Auch wenn wir nur Glut können. Mist, jetzt bin ich vom Thema abgeschwiffen. Mist. Nee, auf jeden Fall. Ich versuche jetzt wieder reinzukommen. Weiß nicht, ob es mir klappen wird. Boah, ist das ein hartnäckiges Drecks-Pokémon. Aquana. Finde ich aber super. Mal immer ein Pokémon. Warte, was? Nee, ist klar. Ich setz Donnerblitz ein. Dreimal killt dich nicht. Du setzt eine Hydro-Bombe beim Ende. Ach, halt's Maul, ey. Ich glaub's nicht. Ja, scheiß Grinsen, ey. Ich hab dich besiegt, du Bastard, ey. Ja, das riecht mich auf. Nee, ich hab den Faden komplett verloren. Nee, in letzter Zeit habe ich echt wenig Zeit, in wenig Zeit in YouTube gesteckt. Ganz wenig. Deswegen kamen auch keine Videos, obwohl ich produziere jetzt gerade ein bisschen vor. Es ist ausgeartet auch ein bisschen. Muss ich sagen, Problem ist einfach, ich dachte, ich hätte halt genug vorproduziert, dann habe ich zu viel vorproduziert, was sehr, sehr schlecht ist. Ich muss das wirklich so machen. Also ich war am Anfang halt beeindruckt, wie fokussiert und konzentriert ich das gemacht habe. Sprich, ich habe aufgenommen für die eine Woche und habe dann auch sofort gerendert. Auch wenn ich gerne weiterzocken wollte. Und genau, das habe ich halt dann nicht mehr gemacht. Und das war leider der Nachteil. Und dann natürlich muss ich auch sagen, musste ich auch noch andere Dinge jetzt erledigen. Dann kam noch meine Arbeit dazwischen. Ne, also ich wiederhole einfach nur mal das, falls ihr das Video jetzt nicht gesehen habt, was ich dafür gemacht habe. Ja, das ist halt das Problem. Ja, das. Man möchte immer mehr, als geht. Also bei mir ist das jedenfalls so, und die Wechsel haben dir überhaupt nichts gebracht, ey. Überhaupt nichts. Ja, ich habe zu viel. Ich habe das eine Projekt. Dann möchte ich gerne YouTube machen, weil YouTube mir verdammt viel Spaß macht. Es macht mir Spaß, die Spiele zu spielen. Ich habe so viele Games, die ich alle so gerne zocken will. Wirklich, das sind so viele Spiele dabei, wo ich denke mir, boah, Alter, ich will nicht sowas von durchzocken. Aber ja.
Und privat zocken will ich auch nicht. Ich hab zwar ein, zwei Spiele, die zocke ich privat, aber habe ich jetzt auch schon ewig nicht mehr gemacht, weil ich komme dann von der Arbeit, bin total im Arsch. Also ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt die Woche, die ich hatte, ey, ich habe im Schnitt so 20, 21 Uhr hatte ich Feierabend gehabt. Ja gut, gestern war jetzt später, war ich erst nach 10 Uhr zu Hause. Tja, passiert halt mal sowas. Und normalerweise immer, ich hab da noch gezockt. Oder hab mir Netflix angemacht. Wisst ihr, was ich dann gemacht habe? Was habe ich denn überhaupt gemacht? Ja, stimmt, ich war kurz am Computer. Ich hätte mir noch was zu essen gemacht. Ich habe mir ein Energy reingepfiffen. Einen ganzen Energy. Ne? Und dann dachte ich so, oh ja, kannst ja noch was machen, so. Ey, ich saß dann, glaube ich, eine halbe Stunde oder so weiter. Ich dachte, scheiße, ich bin müde. Ich bin unglaublich müde. Ich muss pennen. Was ich dann auch gemacht habe. So, die ganze Woche war das schon, die ganze Woche. Ich habe immer einen Energy getrunken. Den hätte ich mir gar nicht trinken brauchen, weil es scheißegal war. Ich war einfach im Arsch. War komplett kaputt, ey. Unabhängig, wie anstrengend die Arbeit war, ne? Und dann dachte ich auch so, ganz ehrlich, wow. Und dann gucke ich mir immer meine Freunde so an. Ey, die haben viel mehr von ihrem Leben, sage ich so. Weiß nicht. Da ist man so ein bisschen am Zweifeln, finde ich. Na? Vielleicht hätte ich doch die Schiene Richtung Student sein sollen, nehmen sollen. Vielleicht hätte ich da mehr Zeit gehabt. Wie halt meine Freunde alle. Ja, es ist wirklich so, die sind alle Studenten. Also nicht alle, es sind viele Studenten. Es sind natürlich auch welche, die durch Corona jetzt nicht wirklich arbeiten können und sich dann auch eher so Richtung Studium wieder gehen und so weiter. Oder so. Na? Auf jeden Fall, den möchte ich jetzt nichts Schlechtes reinreden, weil gibt's nichts, so, ne? Ich muss ja sagen, ich habe Glück. Ich habe in der gesamten Corona-Pandemie habe ich nichts gespürt. Ich habe keine Kürzungen gehabt. Weder vom Geld noch von Arbeitsstunden, im Gegenteil. Ich habe sogar mehr Arbeit gehabt. Es kamen mehr Aufgaben. Deswegen nicht nur eigentlich, sondern alles positiv, ne? Was auch wirklich schön ist. Sag ich ganz ehrlich, ne? Will ich mich auch nicht beschweren und so weiter. Aber ich merke einfach, man hat einfach kaum Zeit. Also ich merke es einfach. Ich habe Tag für Tag weniger Zeit. Einfach, ne? Deswegen, ich sag ja, ich zock auch privat ein bisschen. Ich habe ja auch schon mal erzählt gehabt, dass ich meine Let's Plays hier auch als mein tägliches Zocken interpretiere. Ne, damit ich dann halt nicht so traurig sein muss, wenn ich am Abend nichts zocke. Ne, dann zocke ich einfach eben hier. Auch schön und so weiter. Es ist ja auch. Die Projekte, die ich habe, sind cool. Man wirklich Bock. Aus Forza. Ja, Forza ist einfach nur ein Aggressionsspiel. Sag ich, ist momentan einfach Aggression. Einfach pure Aggression. Und da brauche ich auch Abstand momentan für. Deswegen kam ja auch diese Woche ein anderes Projekt, was auch ziemlich viel Spaß gemacht hat. Wobei ich jetzt, glaube ich, wieder an der Stelle gekommen bin, die schwierig werden könnte. Na, aber ich gucke mal. Und wenn ich nicht weiterkomme, ja gut, dann nächstes Projekt. Na? Einfach, dass ich in dem Bereich ein bisschen weiterkomme. Weil Forza dauert einfach immens lange. Und nach einer Zeit möchte man einfach was anderes spielen. Bisschen Abwechslung haben. Weil in Rennspielen habe ich echt verdammt viel. Wirklich verdammt viele coole Spiele.
Und die ich alle sehr, sehr gerne zocken würde, ne? Da sage ich ganz, ganz, ganz ehrlich. Pikachu vorne. Aber interessant, wir kamen durch die Siegestraße, kamen wir jetzt relativ gut durch, muss ich sagen. Da war ich jetzt teils selber überrascht. Ich liebe die Sprites von Pokémon Gelb, ey. Die sind tausendmal geiler. Auch wenn ich mit Pokémon Blau aufgewachsen bin, Gelb hat einfach geilere Sprites. Da kannst du nichts sagen. Da kannst du nichts gegen sagen. Das ist einfach so. Na, verdammt. Also kann man nicht viel sagen, wollte ich sagen, ne? Na, hätte jetzt Flamburg für GG. Natürlich. Boah, komm, echt. Willst du mir sagen, Schlitzer mit Volltreffer klärt dich nicht? Oh, Flammenwurf. Genau richtig. Genau im richtigen Moment. So. Aber trotzdem, Ultrigaria kriegt nur Glut ab. Ball reicht. Bam. So. Nee, deswegen, also ich freue mich wirklich zocken zu können und ich muss es jetzt wieder auf meine ich muss es einfach wieder machen. Geht nicht anders. Aber es ist mal wieder einfacher gesagt als getan. Ich meine, ich nehme das hier an einem Samstag auf. Kann ich jetzt einfach mal so sagen. Ja, es ist ein Samstag. Das ist eigentlich mein Hauptaufnahmetag. An dem schaffe ich tatsächlich die meisten Aufnahmen. Halt die besten Aufnahmen. Ne, weil ich einfach die Zeit dafür habe. In der Regel, ne? So. Pikachu ist schon mal richtig. Gucken wir mal kurz, was wir hier noch verkaufen können, weil. Ach ne, brauchen wir gar nicht, weil wir haben Top-Genesung jeweils genug. Der. So, und Beleber nehmen wir auch nochmal 20 Stück mit. Also ich muss sagen, ich bin sehr aufgeregt jetzt gerade, ja. So als letzter Part. Ich hoffe, letzter Part. So, Lorelei. Wir versuchen es einfach mal ohne Safe States und so weiter, weil wenn wir es nicht schaffen, versuchen wir es nochmal. Sehr lange, bis es klappt. Weil mehr als, naja, verkacken geht ja eh nicht. Oh, Austus. Albtraumgegner, Also war immer ein Albtraumgegner für mich. So, jetzt kommt Glurak. Dankeschön, dass er Flammenwurf gelernt hat, weil das hilft mir gerade auch gleich 56. Ja, wobei, das sind die normalen Levels, ne? Oha! Der Ding rasierte meine Eier, ey. Ah, South Park-Folge. Sie rasieren mir die Eier. Das ist so genial. So ein bisschen South Park habe ich gesehen, ja. Leider nicht viel. Ich glaube, eine Staffel habe ich erst gesehen. Ja, da wo, ich hatte früher da, wo die ganzen Sachen auf MTV und so weiter gelaufen sind, hatte ich, hatte ich keine Antenne für MTV und Viva, wo die ganzen geilen Serien liefen, ne? Durfte dann halt immer nur so die normalen Serien. Immerhin muss man sagen, ich hatte, Serien wie ProSieben, Vox hatte ich bis zu einer gewissen Zeit. Ja, auch irgendwie traurig.
Und dann hatte ich Viva bekommen, wo dann die Anime-Sachen alle weg waren. Also die früheren Anime-Sachen, ne? Der richtig geile Shit, Helsing und so weiter. Für die Kenner unter euch. Alles verpasst. Lediglich mal gesehen gehabt, wenn ich bei Verwandten Babysitten gemacht habe. Was nicht oft war. Das war dann halt immer geil, weil ja, war halt einfach geil. So, ne? Konntest dann halt gucken. Ja gut, bleibt mir nichts anderes übrig. Ich muss die Psychophonie jetzt einsetzen. Wow, Gengar setzt einfach Psychokinese gegen mich ein. Dein Ernst? Wow. Selbst Albtraum-Gegner-Garte erledigt. Tja, ich glaube, wir haben ein gutes Team, ne? Wir können hier... Nein! Wir konnten übrigens wieder zurück, wenn wir Siegfried besiegt hätten, dann könnten wir wieder zurück zu Agathe. Ich habe keine Ahnung, wie sie das so gemacht haben. Aber es geht. Aber weil ich jetzt gerade zurückgegangen bin, geht das nicht mehr. Also die sind jetzt zu. So, Siegfried. Ich merke gerade, wir haben gar keine Eisattacken. Scheiße. Warum dein Volltreffer mich killt und meiner nicht? Halt's Maul, ey. Ah. Halt's Maul, ey. Oh, Fuchtler. Komm, gerade Schlagwerk. Dragonier. Ey, könnt ihr mir gerade verraten, wieso? Erste Stärke über die Hälfte. Zweite Stärke. Nicht mal die Hälfte. Are you kidding me? Oder war es ein Volltreffer? Nein, das war kein Volltreffer. Rum. Ach komm, Alter. Ich dachte, bam, gewonnen. Mann, kill den doch einfach mal. Boah, ist das eine Scheiße. Ja, genau. Du hast Eisstahl drauf. Ach komm, warum bist du... Was? Komm. Wieso ist der denn schneller als ich, ey? Das gibt's doch gar nicht, ey. Meiner mit, Turtok. Erstes Mal, dass ich dich rufe. Ja, komm, Alter. Die sind alle schneller als ich. Ja, die sind schnell. Die haben höheres Level, ich weiß. Trotzdem. Mann. Danke. Boah, habe ich das Glück gehabt, dass Superstrahl daneben daneben ging. Boah. Da sind jetzt viele drauf gegangen, ey. Aber sieht noch gut aus. Aber jetzt jetzt wird's hart. Zumal ich nicht weiß. Boah, komm, Alter. Ja, ich hab NordVPN. Finde ich super, dass die einfach mal eine Werbung reindrücken hier. Ja, ich hatte mir das mal geholt. Sehr teurer Spaß. Warte, wir speichern vorher? Ja, Leute, wir speichern. Ja, momentan lohnt sich aber NordVPN ganz gut.
Also, muss ich sagen, ist ein bisschen nervig, weil ab und zu mal mein Internet hier ausfällt. Also, ich neu laden muss und so weiter, aber ansonsten ist gut. Ja. Aber noch nicht viel genutzt, sage ich ganz ehrlich. Sandam, okay. Dankeschön. Simsala. Ja, im Grunde sind alle nicht gut. Chinesen, okay. Danke. Kokova, ja gerne. Warte, was? Wieso nicht? Ach komm, halt's Maul, ey. Nein. Nein. Oh Gott, so ein... Boah, ist das eine Sauerei, ey. Habt ihr gesehen, wie viel Flammenwurf zieht, ey? Nichts. Jetzt hat's was gezogen. Und im selben Moment ist das sofort Turbinierung ein. Nee, ist klar. Jetzt kommst du mit Staccato wieder an. Ja, okay, mein Stampfer. Ach komm, jetzt willst du es wissen, ne? Weißt du was? Top Genesung. Flammenwurf. Ach komm! Was ist das? Der will mich doch verarschen, Alter. Woher wusste er, dass ich Hypnose Dings einsetze? Hallo, wie lange pennt dieses Pokémon eigentlich? Junge, 6 Runden und es pennt. Junge, das kannst du nicht sein. Willst du mich verarschen? Verpiss dich mit deiner scheiß Hypnose. Ich glaube, das ist erste Generation bedeutet, die haben unendlich AP. Das ist total geil. Boah, Junge, und wieder Hypnose. Ich weiß nicht, wie ich es mache. Ich weiß auch nicht, wieso mein Glurak so lange pennt. Junge, es pennt. Junge, das kannst du doch nicht sagen, dass ich 5 Runden... immer 5 bis 6 Runden penne. Das kann mir keiner erzählen. Keiner kann mir das erzählen, dass das normal ist. Keiner kann mir sagen, dass man da nicht Pech hat, ey. Junge, 3 Runden, 4 Runden, 5 Runden. So, letzte Top-Geneser, dann lass ich drauf ankommen, dann stirbt es eben. Ja, geht nicht anders, ey. Es kann's nicht sein. Es kann's nicht sein. Ohne Witz, ey. So fucking unlucky. Unmöglich, ey. Dass wir nicht viel ziehen, kann ich teils verstehen. Aber ganz ehrlich, Hypnose die ganze Zeit. Sorry, aber nein. Nicht in der Hinsicht. Nicht in der Hinsicht. Ha. Bruder, warum zieht Schnellschauer so viel? Letztes Pokémon Corner. Pikachu? Donner! Warum? Los! Ach komm, Donnerblitz. Ja! Alles klar. Ja, gewonnen. Alter! Boah, ich dachte schon, ich verkack den Scheiß noch. So. Pokémon Gelb erfolgreich durchgespielt. Wir könnten jetzt noch Mewtwo fangen, aber ganz ehrlich, Leute, nee.
Auch wenn hier, glaube ich, das Sprite ganz cool aussieht, aber nee. Da habe ich keinen Bock drauf. Sag ich ganz ehrlich. Ja, das ist unser Team. Und Kadabra war nicht so overpowered. Hat uns aber sehr viel geholfen. Das sieht schon ganz gut aus. Hol dir bei beim Gelfen die vollen Blitz ab. Jo, nee, ist klar. Ich hole nichts mehr ab in dem Spiel. Ah, geil. Ja, Pokémon Gelb durch. War ein tolles Spiel. Auf jeden Fall. Hat ziemlich Spaß gemacht. Ansonsten, es gibt zu erzählen, also natürlich ist man wieder froh, Spiel durch. Nächstes Projekt ist auch schon klar. Wir werden Pokémon Silber zocken. Ich meine, Feuerregel müsste dabei sein. Ich meine, Pokémon Silber spielen mit Feuerregel. Aber ich muss gleich, ich würde dann nochmal gucken, wann, welche Pokémon ich nochmal bei Gelb benutzt, Gold benutzt habe. Aber ich meine, schön, dass man übrigens hier nicht geheilt wird, ne? Total geil. Ich meine, in Gold habe ich keine Mani benutzt, aber ich muss noch mal gucken, ne? Auf jeden Fall, nächste Woche Mittwoch sehen wir uns dann zu Pokémon Silber wieder. Endlich. Hätte ich eine andere Generation als erster. Alles klar, ich freue mich schon drauf, ich hoffe ihr auch. Und dann würde ich sagen, Leute, bis dann, haut raus und viel Spaß noch.